Okay, Leute, dieser lange Arc hat jetzt nun quasi seinen Höhepunkt erreicht und es war eine wirklich unglaublich gute Folge mal wieder. Da hat man echt gesehen, dass Pirot echt da wieder schön produziert hat. Man sah im großen ganzen Action-Szenen, die super animiert worden sind. Man sah Asta, Yuno und dann eben noch andere, die wirklich, sagen wir mal, richtig stärker geworden sind. Im großen ganzen Asta und Yuno. Leute, Yami war auch mit dabei. Willkommen zu meiner Review zu Black Clover Folge 119. In dieser Folge starten wir ganz normal wieder in diesen Kampf hinein und wir sahen eigentlich zuallererst auch Refchi und den anderen Dicken da, aber die ignorieren wir einfach, weil das keinen Sinn im großen Ganzen hat. Und wir kommen direkt auf Asta zu und da wird auf jeden Fall schon mal klar gemacht, okay, bei Asta läuft irgendetwas ganz anders, denn seine ganze Antimagie kommt nämlich aus seinem Schwert raus. Man merkt deutlich, dass Asta erstmal das nicht kontrollieren kann, was ja auch ziemlich klar irgendwie im großen Ganzen noch war. Denn das, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass seine Antimagie ja zu starke Magie hingezogen fühlt und deswegen fliegt Asta automatisch direkt zu dem Teufel hindurch und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Dennoch merkt man auf jeden Fall, was für eine Stärke dieses Schwert auf einmal hat, denn durch diese ganzen Antimagie konnte man sehen, dass Asta halt mit diesem Schwert, mit diesem Angriff, der jetzt nicht so geplant ist, halt eben diesen Dreizack von diesem Teufel einfach mal durchschlagen hat, ne? Also einen Teil davon abgeschnitten hat, was ziemlich einfach sogar ging. Also diese Antimagie von diesem Teufel in Asta oder in Astas Schwert ist schon wahnsinnig stark. Trotz allem wurde Asta von diesem Teufel richtig angegriffen, also quasi von seinem Alien-Ding. Hier ist es aber so, dass Asta von den König der Magier gerettet worden ist, also von Lumiere. Und da muss man auch sagen, dass Asta versehentlich mit seinem Antischwert Lumiere angegriffen hat und durch diesen Schlag, und das ist natürlich das Schlimme an der ganzen Sache, ist halt eben, dass Lumiere dazu leider für die nächsten Zeit erstmal keine magische Kräfte einsetzen kann, was auf jeden Fall schon ziemlich hart ist, muss man auf jeden Fall sagen. Aber auch Patri hat so ein bisschen seine Stärke wiedergefunden. Er hat auf jeden Fall schon mal klar gemacht, dass er jetzt die Dunkelheitsmagie im positiven Sinn benutzen will, diesmal zu dem Feind zu besiegen, was auch super funktioniert hat, denn davor hatte seine Lichtmagie, seine ganz normale Lichtmagie eingesetzt, aber da merkt man, es bringt ja nichts gegen diese Monster zu kämpfen, man kann die nicht irgendwie angreifen oder sonst irgendwas machen, aber mit der Dunkelheitsmagie seines Grimoires aktuell, ist es halt möglich, dieses Monster aus der anderen Welt zu besiegen, was auf jeden Fall super funktioniert hat. Jetzt nicht wahnsinnig viel Kraft enthält, aber dennoch, ne, funktioniert es halt auch, auf jeden Fall. Also Patri ist auf jeden Fall nicht unnötig hier, das kann man hier schon mal sehr deutlich sagen. Dennoch plant auf jeden Fall Asta mit seiner Magie halt eine Art, wie soll man es genau erklären? Er will es halt so wie die anderen machen. Jeder nutzt ja seine Magie, um etwas damit zu formen und etwas damit rauszuholen. Asta will das quasi genauso machen. Diese Antimagie, die da rauskommt, möchte er eigentlich ganz klar kontrollieren und daraus irgendetwas erschaffen, was ja auch wirklich bringen sollte. Also muss man aber erstmal hier ansprechen, dass Yuno derjenige ist, der erstmal hier wirklich wieder was zeigen kann. Also das wird der ein oder andere vielleicht nicht leiden, aber Yuno zeigt wieder hier unnormale Stärke, hat irgendwie die Magie von allen aufgenommen, also auch von Lumiere, auch von Licht zusammen. Also man sieht einfach, dass Yuno aus Windmagie eine Art Schwert erschaffen hat. Der Spirit of the Fear. Wir müssen es zugeben, okay? Es sieht geil aus. Wir müssen es einfach mal zugeben, es sieht mega geil aus, also wirklich. Also im Anime auch super durchgezogen. Ey, wahnsinnig eigentlich nur. Aber dennoch ist es nicht so, dass Asta der Kürzere hier wieder zieht. Nein, er hat es genauso gemacht. Er wusste alles klar, jetzt muss er genauso Gas geben. Und Leute, er hat hier Antimagie genutzt. Antimagie, um sein Schwert ein bisschen größer zu machen, stärker zu machen. Also wirklich mit Antimagie nochmal verstärkt. Und das ist nämlich hier der Black Divider. Das sieht einfach unnormal stark aus, Leute. Jetzt haben wir hier wirklich zwei Charaktere, die in einfach 0, nix wieder irgendwie stärker geworden sind. Also das auf jeden Fall mit gutem Grund. Also wirklich gutem Grund, ne? Das ist beachtlich und das ist einfach nur geil. Ganz ehrlich. Aber vielleicht sollte man auch nochmal klar machen, dass auf jeden Fall Lumiere es gescheckt hat, was auf jeden Fall Yuno ist. Also zum Thema nochmal im Allgemeinen. Yuno ist halt eben so diese Reinkarnation als Mensch, der Sohn von Tetia und Licht. Ihr versteht, ne? Das Kind, das Baby ist ja in Tetia gestorben, im Bauch, klar. Und Yuno ist halt eher so die Reinkarnation davon geworden. Also eigentlich nichts Großartiges mehr, muss man ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es was Krasses. Lumiere hat es geschnallt und ich denke Licht auf jeden Fall auch. Und bei Asta wurde auch natürlich klar gemacht, also für den Lumiere, für den König, schon mal ganz klar erklärt von Zekere, wer Asta ist und was Asta eigentlich ist. Und Asta derjenige ist, der nämlich im Clover-Königreich hier sich am meisten anstrengt. Was ziemlich cool von ihr nochmal war, also dass er es so klar gemacht hat. Aber kommen wir einfach mal direkt wieder zum
zum Kampf. Also Asta und Yuno gingen auf jeden Fall wieder direkt ganz nach oben. Die wollen auf jeden Fall den Teufel angreifen, was auch super funktioniert hat, denn man muss sagen, dass halt eben Yuno seinen Spirit of the Fear genutzt hat, um Asta nach vorne weiter mit einem ganzen Windstoß zu locken. Und das hat super funktioniert, denn Asta wurde so viel schneller und konnte mit seinem Black Divider halt einfach den Teufel richtig angreifen, was den Teufel auch richtig verletzt hat, weil Antimagie tut den schon weh, das muss man hier sagen, weil das ist eine teuflische Kraft und das ist nicht gerade wirklich das Beste für ihn. Aber dennoch war der Teufel ein bisschen krasser drauf. Ich meine, zum einen Punkt ist er irgendwie ziemlich ausgetickt, hat überall Münde bekommen, Münde, keine Ahnung, und die haben gesprochen wie ein Fließband. Krasse Sprüche, also so richtig krasse Sprüche. Ich meine, so etwas wie, ihr Menschen seid nicht mehr wert als Kotze. Ist irgendwie witzig, muss ich ehrlich sagen. Man muss aber auch sagen, dass Asta dachte, er hat jetzt damit das Herz getroffen von ihm, was ja auch eigentlich logisch wäre, aber sein Herz kann sich in seinen Körper normal bewegen, heißt, es ist ausgewichen, so dass der Teufel immer noch nicht besiegt worden ist. Also ganz einfach, die wurden wieder zurückgeschlagen, sind wieder ein bisschen nach hinten gekommen, aber jetzt kommen wir mal wieder zu Licht und Lumiere. Die beiden haben auf jeden Fall eine andere Idee gehabt. Zum einen Punkt muss man auch noch an die Leute denken, die unten sind in diesem Schattenpalast. Zum einen haben wir hier auch in dieser Folge die anderen wieder gesehen. Noelle, Fana, natürlich auch Jack the Ripper, genauso wie auch eben Shami, Meriliona, Nozel und so weiter und so fort. Alle wurden hier gesehen, genauso auch Fuego Leon. Alle haben wir hier jetzt nochmal gesehen. Und das, was auf jeden Fall klar war, ist nämlich, dass halt eben Lumiere, genauso wie auch eben Licht, die haben halt eben ihre Magie zusammen eingesetzt und so haben die es halt auch geschafft, dass dann eben die Elfen, die natürlich unter Licht sind, eben anfangen zu leuchten und dieses Licht, was dabei ist, also von Lumiere und Licht zusammen, ne, hat halt eben diese Elfen allgemein alle anderen, auch Noelle und die anderen, beschützt von diesem Alien-Ding, was der die angegriffen hätte. Also was ja auch ziemlich schlimm wäre, wenn die angegriffen wäre. Und das beschützt jeden. Die können soweit einfach nach vorne gehen, einfach losdüsen und ohne Probleme, ohne irgendwas halt eben Stress haben. Ist sehr hilfreich und somit hat auf jeden Fall keiner ein Problem. Also der Kampf mit Fana und so wurde beendet. Wirklich schade meiner Meinung nach, denn ich hätte so gerne einen richtigen Kampf gesehen, wo Noelle gegen Fana vielleicht noch gewonnen hätte. Echt schade, wirklich schade, wirklich, aber was soll man machen, kann man auch nichts ändern. Sehen wir es einfach mal positiv, wir haben Noelle wieder gesehen, okay, es ist schön, Noelle ist einfach toll, Punkt, ja, Punkt. Kommen wir aber jetzt zu der zweiten Hälfte dieser Folge und hier wurde es irgendwie deutlich gemacht. Also meiner Meinung nach ist es irgendwie so gewesen, dass die Animationen sich hier wiederum verbessert haben und nach viel, viel besser. Also wirklich, man sah hier einfach, wie Asta und Yuno richtig abgegangen sind in den Sachen wie Kampf und so und ey, es sah so flüssig aus, wie die einfach mal diese, ja ich weiß nicht, wie dieses Monster aufgeschnitten haben. Also so richtig flüssig. Das ist so richtig gut gewesen. Ich, keine Ahnung, kann man sich nicht beschweren eigentlich, ne? Genauso wie auch mit Yami. Yami ist nämlich ebenfalls hier im Spiel und Yami war ja im Großen und Ganzen unten mit Charla und hier wurde es, dass Yami noch einmal seinen Dimensionsspalter einsetzen kann. Und das wird er auch hier versuchen. Er will auf jeden Fall die Hilfe von Charla haben, denn Charla kann irgendwie herausfinden, wo der Teufel sich genau befindet. Allgemein die Position, wo er sich befindet. Und Yami will die Hilfe so nutzen, dass er eben er diesen einen Schlag wirklich nutzen kann, um den Teufel zu treffen. Denn wir wissen auch, dass seine Dunkelheitsmagie aus irgendeinem Grund, ne, ebenfalls super auf diesen Teufel funktioniert. Man merkt, in dieser Folge kann man so viel echt ansprechen, aber auch zum einen wieder Sekre. Sekre war wieder da und sie hat über Asta gesprochen, was sie halt so dachte. Erst wollte sie ihn ausnutzen, weil er den fünfblattigen Kleeblatt und so weiter hat und dann hat sie gemerkt, dass sie ihn respektiert und merkt, dass er halt ihr vertrauen kann und so weiter, ne? So Sachen halt eben. Also, da wurde auch ziemlich viel Klares gemacht von Sekre aus und man merkt einfach so, Sekre ist von so unten aus nichts gekommen und dann einfach so wirklich super Charakter. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie das einfach so passieren kann, aber Sekre muss man einfach mögen. Aber sonst ist es halt eher so, dass dann eben Yuno und Asta weiter versucht haben, gegen diesen Teufel anzukommen. Es ist halt auch wirklich ziemlich stark gewesen, denn Yuno kam von vorne, hat den Teufel eben angegriffen, von vorne aus, ist klar. Und Asta kam nochmal ganz stark von hinten, wo er ihn auch noch getroffen hat. Und hier kann man auch sagen, diese zwei Treffer haben wunderbar funktioniert. Es war überhaupt gar kein Thema eigentlich. Dennoch ist das Problem im Großen und Ganzen gewesen, dass Asta auf einmal, naja, wie soll man sagen, er hatte nicht mehr genug Kraft und deswegen ist sein Black Divider auch zurückgegangen und somit wurde er halt von Teufel richtig angegriffen. Yuno wurde festgehalten, er konnte sich da auch nicht mehr richtig befreien. Also es war richtig gefährlich und der Teufel sah hier richtig creepy aus, also so richtig creepy. Und dann kam es, Leute. Dann ist es geschehen. Ich meine, oh mein Gott, es war
ziemlich genial. Ne? Man sah es, man kennt es auf jeden Fall. Ich meine, diese eine Szene, wo es dann wiederum ernst wird. Charla hat es gemerkt, dass Yami so eine richtig krasse Konzentration auf einmal entwickelt. Er hat sich an einer Szene erinnert, zusammen mit Julius, wo die halt gesprochen haben, dass halt eben Julius ihn auf jeden Fall vertraut, dass er weiß, dass halt eben aus Yami etwas Großes wird. Weil Yami es immer noch nicht gut fand, dass er zum Beispiel ein Ordensführer wird und so weiter und so fort und die Leute von oben das nicht gefallen wird. Und dem König der Magier war es scheißegal. Und hier sah man Yami einfach krasser als alles andere. Seine Konzentration war unnormal und wie er seine Kippe fallen gelassen hat und dann das erste Opening von Black Clover wieder ankam und Yami einfach diesen Schlag rausgehauen hat und scheiße, war das geil, Leute. Jetzt mal kein Scheiß. Er nutzte Mana Zone und hat einfach, ey, er hat, oh Gott, er hat genau von da ganz unten einfach mal den Teufel mit diesem einen Schlag, den er noch übrig hatte, getroffen und ey, das sah so übertrieben gut aus und dann war es noch nicht mal alles. Asta wusste sofort, okay, das ist Yami gewesen. Er ist ein bisschen zurückgedrängt worden. Aber dann kam hier nochmal Sekre angetanzt, hat erstmal die Wunden, diese Schmerzen, die Asta in sich führt, also wirklich verschlossen erstmal, richtig versiegeln lassen, sodass Asta seine Kraft wieder weiter rausholen kann, also keine Schmerzen erstmal spürt. Und es hat wirklich funktioniert. Also Sekre hat hier wieder Wundervolles geleistet. Sie hat Asta einfach nochmal klar gemacht, wie das wirklich hier so war, dass Asta an sich selber nochmal glauben sollte. Er wollte ja König der Magier werden und das soll er werden. Und er hat sich nochmal schön dran erinnert, an ganz Zeit dann wirklich Momente, die für ihn hart waren, und dann hat er seine Kraft wieder rausgeholt, den Black Divider nochmal eingesetzt, und ich fand das ziemlich cool, wie das dann einfach mal raufbeschwört worden ist, und dann hat Asta wirklich den finalen Schlag gegen diesen Teufel eingesetzt, ihn einfach durchgeschnitten und somit auch sein Herz getroffen. Leute, damit endet Folge 119 von Black Clover. Man muss auf jeden Fall sagen, da ja so viel von einer Folge irgendwie vorkommt, dass man einfach nur denken kann, Alter, wie schafft eigentlich ein Studio das so viel einfach in 20 Minuten zu packen, dass es nicht langweilig wird? Das ist einfach so unnormal gut. Also man kann sagen, was man will, an Animation, an Zeichnung, so eine Scheiße, aber der Black Clover Anime macht einfach Spaß und das ist einfach auch wahr. Das sollte man wirklich klar machen. Wenn du es am Anfang gehasst hast, dann wirst du es jetzt auf jeden Fall lieben, weil es einfach gut ist. Keine Ahnung. Ich sitze hier und bin immer noch Feuer und Flamme und will eigentlich die nächste Folge sehen. Es ist einfach so cool gewesen, wie Asta dann einfach den Teufel zerschnitten hat und diese Szene genauso ähnlich aussah, wie als wo der halt irgendwie Veto geschlagen hat. Oh Mann, das war einfach gut. Das war wirklich gut. Wirklich. Also, ich weiß auch nicht, aber ich kann sagen, ich bin mega zufrieden mit dieser Folge gewesen. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare schreiben. Würdet ihr sagen, ist genauso gut wie Folge 100 gewesen oder Folge 49? Einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich da echt interessieren. Also, Yami hat hier rausgehauen. Yuno zeigt natürlich sein ganz normales Ich, meiner Meinung nach. Aber Asta mit seinen Anti-Magie. Holy shit. Nicht zu vergessen dann auch noch Sekre mit ihrer Motivation durch Asta. Ey, Leute. Nächste Woche wird der Arc im Großen und Ganzen sein Ende haben. Und ich kann eigentlich nun sagen, hoffentlich hat euch doch diese Review gefallen. Das würde ich mir mal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich. Und hier links kannst du aber gerne ein Abo da lassen.